die CZ-P10F. Das ist ja die Full-Size-Variante der P10-Serie. Wo ist die P10S als Subcompact, P10C als Compact und die P10F als Full-Size und dann noch die SC gibt, welches einen Full-Size-Schlitten mit kurzem Griff von der P10C hat. Diese sind nämlich auf der einen Seite miteinander vermischbar. Erhältlich ist die P10F derzeit zu einem absoluten Schnapperpreis von 499 Euro bei Franconia. Ich habe diese Waffe jetzt schon eine ganze Zeit lang, habe sie auch schon schießen können, habe so, ich denke mal, um die 1000 bis 1500 Schuss durch und muss sagen, ich bin von dieser Waffe nach wie vor sehr, sehr begeistert. Diese Waffe hat Höhen und Tiefen, das muss man ganz, ganz klar sagen. Das ist aber bei jeder Waffe so. Bei der P10F ist es so, die Waffe an sich ist absolut Hammer. Sie liegt ergonomisch für mich und meine Handanatomie mit kurzen Fingern sehr gut in der Hand. Der Abzug ist ab Werk super. Er hat sich auch mittlerweile einigermaßen gut eingeschliffen, dass er wirklich super, super läuft. Also im Vergleich zum Beispiel zu einer Glock 17 oder Glock 17 Gen 4, ich möchte sie nicht unbedingt mit einer 5er vergleichen, zur Gen 4 Glock, finde ich diesen Abzug persönlich einfach wesentlich angenehmer und ich habe einfach den Vorteil, ich komme besser an das Züngel dran im Vergleich zur Glock halt. Bei der P10F haben wir zwei 19 Schuss Magazine mit dabei. Ja, 19 Schuss, das ist ziemlich knackig, muss man sagen. Die Magazine sind meiner Kenntnis nach, so haben mir das auch einige aus US-Foren mitgeteilt, die gleichen wie in der CZ-P09. Bei CZ selber habe ich selber noch keine direkte Bewerbung für P10F-Magazine gesehen, aber natürlich die für die 09er. Der Aufbau dieser Waffe ist vergleichbar wie, sag ich mal, die meisten anderen Polymerwaffen auch. Wir haben hier vorne die zwei Takedown-Levels, um die Waffe auseinanderzunehmen. Das ist genauso wie bei der Glock. Wir haben unsere Rückholfeder und wir haben einen ziemlich massiven Lauf. Also das ist echt, da ist ziemlich viel Material dran. Schön schwer, dadurch natürlich, denke ich mal, auch relativ präzise. Und es ist ein hammergeschmiedeter Lauf. Zusammensetzen ist dann natürlich genau umgekehrt. Ich denke mal, wie gesagt, da tut sich nicht wirklich. Na, Feder muss natürlich im richtigen Dingelchen drin sein. Da. Einer der Minuspunkte an der P10F, darüber muss man sich im Klaren sein, ist aber zum Beispiel der Verschlussfanghebel. Wenn wir den einlegen, der ist nur sehr schwer mit einer Hand zu bedienen. Ja, bei dieser hier geht es jetzt mittlerweile. Es hat sich ein wenig eingeschliffen, sage ich mal. Bei der P10C zum Beispiel ist es wohl ziemlich schwergängig. Es gibt wohl auch Varianten, wo das hier ein bisschen schwergängiger läuft. Ich persönlich benutze ihn eigentlich auch nicht. Das Schöne bei der P10F ist halt in meinen Augen, und das funktioniert sehr, sehr gut bei dieser Pistole, wenn ich einen schnellen Magazinwechsel wie bei EPP Station 1 machen muss, und ich ramme das Magazin entsprechend in das Griffstück rein, dann schließt sich der Schlitten automatisch und ich kann sofort weiterschießen, ohne einen Hebel zu betätigen. Finde ich sehr gut. Und ansonsten mache ich halt Slingshot und fertig. Geht eigentlich sehr, sehr gut. Auf die technischen Details möchte ich hier jetzt nicht unbedingt eingehen. Die kann man durchaus nachlesen. Ist halt, wie gesagt, 112 mm Lauf. Ansonsten, die Waffe hat eine sehr, sehr lange Visierlinie, ist zugelassen für Dienstpistole im BDMP. Laut Dienstpistole Stand jetzt, sage ich explizit, ist die P10-Serie freigegeben. Sie passt für EPP und EPP-Polymer, gerade so in der Höhe, solange man keine andere Visierung drauf macht. Also die Waffe geht saugend in den Kasten rein. PP3 zum Beispiel passt sie wiederum nicht. Da ist der Griff schlicht und ergreifend zu lang. Hier im deutschen Lande ist es ein bisschen schwieriger, geeignete Holster für diese Pistole zu finden, da sie halt noch nicht so
weit verbreitet ist hier. Das heißt, man kriegt entweder nur über die USA oder anderweitige Quellen. Ich selber besitze im Moment drei verschiedene Holster, für die diese Waffe passt. Wir haben einmal von IDS, das hatte ich euch ja auch schon vorgestellt, das Open-Top-Holster. Das gibt es mit Thumb-Release und als Open-Top für die P10-Serie. Da passt die C und die F auf jeden Fall rein. Bei der S denke ich mal auch, kann ich aber nicht testen. So, das ist ein. Ja, ich hatte das Holster verliehen, das hat ein Kollege, hat das ein bisschen verstellt. Normal habe ich den Widerstand entsprechend stark eingestellt. Es passt hervorragend hier rein, funktioniert sehr gut, gekoppelt mit einer modifizierten Lowride-Plattform von IDS, Israel Defense Store, geht es auch an die herkömmlichen Sportkoppeln à la Höppner und Schumann, Double Alpha, CR Speed, was auch immer. Man muss nur diese zwei Stege hier raustrennen und dann passt das wunderbar an die Koppel. Das nächste Holster, bei dem die P10F reinpasst, wäre hier das Phobos RBT 17/19. Dieses Holster ist konzipiert dafür, Waffen mit Zubehör an der Schiene unten aufzunehmen. Das heißt, die Waffe wird eingeführt, hier unten über diesen Bügel gesichert und wir haben hier unten die Möglichkeit auch, hier in Deutschland natürlich nicht, weil nicht legal. Aber zum Beispiel ein Mantis X könnte da dran sein. Habe ich auch schon so praktiziert, um das Ziehen zu üben. Gezogen wird einfach durch senkrechtes Hochziehen, wie gehabt, und läuft. Hier ist ein relativ kostengünstiges, aber robustes Holster. Hier als Paddle-Version von der Firma Phobos. Und ganz neu auf den Markt gekommen haben wir hier das Höppner & Schumann SpeedSec 5 CW. Das haben wir gemeinsam mit meiner Waffe entsprechend angepasst, dass es für die P10F auch passt. Klassisches Race-Holster von der Firma Höppner und Schumann. Ich hatte es am Wochenende bei der German Internationals in Alsfeld, Deutsche Meisterschaft EPP mit dabei und ich bin super damit zurechtgekommen. Hier mit einer Aluklemme, die tatsächlich wirklich von der Höppner und Schumann selbst entwickelt, bei der hier auch tatsächlich in alle Richtungen der Holsterkorpus gedreht und gekippt werden kann. Sehr interessante Sache, ist als Zubehör exklusiv bei Höppner und Schumann erhältlich. Dieses Holster ist auch exklusiv derzeit nur unter holzer.de bei Höppner und Schumann selber erhältlich. Der Herr Marzi erstmal prüfen will, wie die Marktnachfrage nach diesem Holster ist. Wie gesagt, ich persönlich kann diese Pistole tatsächlich gerade für die empfehlen, die kleine bis mittlere Hände haben. Man kommt sehr, sehr gut an den Abzug dran. Der Griff ist sehr schlank. Der Abstand Griffrücken zu Abzug ist verhältnismäßig gering im Vergleich zu manch anderen. Ich persönlich komme mit dieser Pistole um Längen besser klar als zum Beispiel mit meiner Glock 17 Gen 4. Und bei dem Preis von derzeit 499 Euro bei Franconia, denke ich mal, ist das durchaus eine absolute Alternative, die man in Erwägung ziehen sollte oder in Erwägung ziehen kann, um wenn jemand sich eine Polymerwaffe zulegen möchte und das gleiche Problem hat wie ich, nämlich kleinere Flossen. CZ P10F nach roundabout 1000 bis 1500 Schuss läuft wie am ersten Tag. Der Abzug ist eingeschliffen und das Ding macht einfach nur Laune. Und eine ganz interessante Sache ist, diese Waffe bezeichne ich tatsächlich als 100% ambidextrous, also links wie Rechtshänder nutzbar, da der Magazinauslöseknopf Umbau ist von links nach rechts und wir haben tatsächlich hier beidseitige Verschlussfanghebel, keine ausliegenden Sicherungen. Damit habe ich die Möglichkeit, das Ding tatsächlich für Linkshänder tutto completo anzupassen, ohne die üblichen Probleme, dass nur auf der einen Seite der Verschlussfanghebel ist, auf der anderen Seite der Magazinknopf und. Also CZ P10F, ein absolut geiles Teil, macht einfach nur riesen Spaß zu schießen.